So, und ich habe gedacht, jetzt gleich am Anfang, dass wir das einfach nochmal klären, jeder für sich. Bin ich wirklich mit Jesus im Reinen? Weiß ich, wo ich die Ewigkeit verbringen werde? Weiß ich, dass mein Leben verborgen ist mit Christus in Gott? So sagt die Bibel das. Weiß ich, dass ich Christus in mir habe, diese neue Identität, diese neue Schöpfung? Weiß ich, dass ich von Neuem geboren bin? Oder das andere ist, sind Dinge in meinem Leben dazwischen gekommen, die mich aus dieser Hingabe an ihn rausgedrückt haben? Wo so vieles so normal wurde, so vieles so abgelutscht und es hat mir nichts mehr gegeben und ja, und ich weiß ja und aber ist ja auch nicht so wichtig, ich bin ja schon mal Christ gewesen oder wie auch immer. Wir wollen das jetzt wirklich im Herzen prüfen und uns von dieser Buße und von diesem Umkehren, sich abwenden vom einen und umkehren zu Jesus hin, das wollen wir jetzt wirklich jeder für sich nochmal klären. Dass wir einfach ein Fundament haben, auf dem wir nachher den Abend aufbauen können. Ja, du musst wissen, ob du von Neuem geboren bist. Du musst wissen, ob die Dinge zwischen dir und Gott in Ordnung sind. Ich wusste schon von Kindheit an, das ist wie hier bei den Kiddies auch, ihr kennt alle biblischen Geschichten, stimmt's? Von Noah und von Abraham und von David und Paulus und hoch und runter, das weißt du alles. Und je länger du in der Gemeinde bist, dann weißt du auch, wie der hermeneutische Sprung von dem Text ist und die drei Verse vorher und nachher und Kontext und alles. Das ist alles richtig und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für diese, wie soll ich sagen, für dieses Lernen im Wort. Aber ich wusste, da fehlt was Wichtiges. Und erklären möchte ich so, als ich den Martin kennengelernt habe, habe ich gedacht, das ist ja ein interessanter Typ. Dann habe ich gedacht, oh, der ist ja witzig. Und dann habe ich gemerkt, auch mit dem möchte ich gerne immer mehr zusammen sein. Und dann fand ich das gut, was er so wusste. Er wusste viel, viel mehr als ich. Und ich war so neugierig, wie ist denn der so und was macht denn der so und wie geht denn das so alles? Bis dahin war das alles, das hatte ich noch gut im Griff. Und dann habe ich einen Punkt gemerkt, da hatte ich das nicht mehr im Griff, da hatte ich mich nämlich verliebt. Und dann lief eine völlig andere Ebene ab. Das war dann nicht mehr, oh, ich finde den total gut und ich finde auch richtig, was der sagt, sondern da war eine Liebe da. Und das war mehr als nur ein Gefühl. So, wenn manche Leute sagen, naja, mit dem Heiligen Geist, das ist so eine Gefühlssache, so emotional, die Leute sind alle so ein bisschen emotional. Das stimmt nicht. Das ist Gefühl und Emotionen, aber durch diese neue Liebesbeziehung zum Herrn hatte ich auf einmal kein Problem mehr damit zu sagen, Herr Jesus, ich liebe dich. Das konnte ich vorher nicht. Ich habe vorher gedacht, das ist doch blöd, wenn du sowas sagst, das ist doch komisch. Hört sich doch ganz merkwürdig an. Du kannst ja nicht zu Jesus sagen, ich liebe dich. Also wenn du das zu einem Menschen sagst, ja. Aber versteht ihr? Die, die das mit dem Heiligen Geist so erlebt haben, die werden dem zustimmen. Das ist eine tief sitzende Liebe, eine Liebesbeziehung, die du zu Jesus aufbaust. Und das ist mein großes Gebet heute für euch alle. Dass ihr wachst in dieser Liebesbeziehung, dass ihr auftankt in dieser Liebesbeziehung, dass ihr mehr empfangt von ihm, als ihr es bis jetzt hattet. Wir wollen nachher beten, wer möchte, da werden wir in der Gebetszeit auch Hände auflegen, dass ihr den Heiligen Geist empfangen könnt, wenn ihr das wollt. Aber unser Wunsch ist einfach, du sollst Feuer fangen. Du sollst wirklich brennen.
Im Neuen Testament heißt es, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns sprach. Das ist das, was wir die Woche gebetet haben, dass ihr brennend werdet, dass wir brennen werden. Es geht um das Brennen für Jesus, das Brennen im Heiligen Geist.